Jetzt geht's los. Wir haben hier Thomas Knebel, einer der Vorstände von Save the Internet, und Pascal ist ein anderer Vorstand, der ist auch da, der kommt dann später zum Q&A dazu. Wie schon gesagt, es geht um Twitter heute? Nein. Es geht um Save the Internet, die Urheberrechtsreform als Zündfunke demokratischer Teilhabe. Ein kleiner Applaus bitte für unseren Sprecher. Hallo? Ich grüße euch und sage Dankeschön, dass ihr die Zeit gefunden habt, herzukommen. Mein Name ist Thomas Knebel. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt aktiv bei der Initiative Save the Internet. Wir waren die Gruppe, die die 200.000 Menschen auf die Straße getrieben haben in der Thematik zur Urheberrechtsreform, vor allen Dingen Artikel 13. Den meisten ist sicher auch bewusst, wir haben eine Petition an den Start gebracht, die jetzt mittlerweile über 5,3 Millionen Unterschriften zusammengetragen hat und damit eine der größten Petitionen weltweit und die größte Petition im Bereich Digitalpolitik ist. Ich will heute in den 20 Minuten nur kurz drei Punkte ansprechen und gerne in ein Q&A, in ein längeres Q&A gehen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es geht um die Proteste aus der Mitte der Netzgemeinde, Save the Internet und die Anfänge. Der zweite Part sind Werkzeuge demokratischer Partizipation. Die sollten euch alle auch geläufig sein. Ich will die nur kurz mal anreißen und zusammenfassen. Und zum Schluss noch die große Frage, die wahrscheinlich bei den meisten irgendwo tief drin brennt. War es das jetzt oder fängt es gerade erst an? Hier mal Bilder auch von den Demonstrationen. Ich vermute, einige von euch waren auch mit auf der Straße. Wir haben reihenweise Demonstrationen organisiert. Am Anfang 2018 im Sommer waren es nur wenige, die sich getroffen haben. Wir hatten kleine Stände, sind in großen Städten kleine Runden gelaufen mit 50, 100 Leuten. Das Ganze hatte sich in der Zeit aufgeschaukelt, bis wir am 23.03.2019 die große europaweite Demonstration mitorganisiert hatten, mit vielen anderen Bündnispartnern, denen ich an der Stelle auch noch mal extra danken möchte. Es waren unglaublich spannende Zeiten. Wer die Debatte mitverfolgt hat, hat mitgekriegt, wie sich das Ganze hochgeschaukelt hatte. Save the Internet, eine Bürgerbewegung aus der Netzgemeinde. Ich persönlich war auf einem meiner Lieblings-Image-Boards unterwegs und habe mitgekriegt, dass der Chef des Imageboards um Hilfe gebeten hatte und uns darauf gestoßen hat, hier, da läuft diese Urheberrechtsreform mittlerweile etwas aus dem Ruder. Bitte helft. Am ersten Tag hatten sich 4.000 Leute auf unserem Discord-Server gefunden und es gab unglaublich viel Bewegung. Es war eine temporäre autonome Zone, das heißt, jeder hat sich eingebracht, hat Dinge getan, die er kann. Medienleute haben angefangen, Grafiken zu basteln. Wir hatten professionelle Sprecher, die unsere Videos eingesprochen haben. Die Arbeit hatte sich verteilt, aber es war ein riesengroßer Chaoshaufen. Es war viel Streit und trotzdem haben wir unglaublich viel bewegt in den ersten Wochen. Wir hatten uns gegründet, 12. Juni 2018, knapp eine Woche vor dem Termin, die Abstimmung im Juri, im Rechtsausschuss. Hatten eigentlich gedacht, wir engagieren uns nur eine Woche und wenn wir gewinnen, ist alles gut. Und hatten dann gemerkt, okay, das Ganze geht länger. Die nächste Abstimmung war am 5. Juli und zum 5. Juli hatten wir schon so viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, dass das Parlament die Urheberrechtsreform nicht sofort abgenickt hat, sondern in den Trilog gegeben hat, was dann zu der ganzen Thematik auch mit Herrn Axel Voss geführt hatte, weil er Berichterstatter war und Julia Reeder Schattenberichterstatter. Soweit, was haben wir gemacht, was tun wir? Wir haben angefangen, unsere Homepage aufzubauen, haben Informationen zusammengetragen, sind auf die netzpolitischen Vereine zugegangen, sind auf Politiker zugegangen und auch auf YouTuber und Influencer, haben deren Management angerufen, geschrieben und haben versucht, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Das heißt, wir hatten mehrere Möglichkeiten, einen digitalen Protest auf die Beine zu stellen, der dann auch mehr und mehr Gehör fand.
Die Demonstrationen wurden am Anfang noch verlacht und es wurde gesagt, hier, das sind ja kaum Menschen, die sich da auf der Straße zeigen, also kann auch der Protest im Netz nicht so groß sein. Wir haben angefangen, ins Parlament zu gehen. Wir haben angefragt, Julia Reda, Martina Michels, verschiedene Politiker hatten ein offenes Ohr und haben uns eingeladen, mit ins Parlament zu kommen. Und wir haben angefangen, mit den Menschen zu reden und nachzufragen. Was ist denn da los? Wie funktioniert hier, wie funktioniert dieser ganze Prozess? Und haben versucht, das Ganze zu verstehen und zu vermitteln. Heißt, wir haben regelmäßig unsere Homepage geupdatet, hatten über verschiedene Medien, Twitter, Facebook, versucht, die Informationen komprimiert den Leuten einfach darzubringen, um sie ins Bild zu setzen, weil die Thematik war unglaublich komplex. Wir haben den Leuten mehrere Möglichkeiten gegeben, mitzumachen. Der Discord-Server war lange Zeit frei, offen. Die Einladungslinks waren ohne Ablaufdatum und es wurden immer, immer mehr, die wir dann auch auf die Region verteilt haben. Heißt, wir haben auch Regionalleiter gewählt, haben Deutschland aufgeteilt in die Postleitzahlenbereiche und es ging in den einzelnen Regionen fast autonom vor sich. Die Leute haben sich engagiert, haben Demonstrationen angemeldet, Ordner gesucht und das Ganze so in den Blick der Öffentlichkeit gebracht. Wie gesagt, wir waren eine lose Gruppe aus verschiedenen Communities, die sich alle um das Internet Sorgen gemacht haben. Es war am Anfang keine große Bedrohung. Als die Urheberrechtsreform angefangen hatte, waren die Texte noch so, dass man sagte, okay, das kann wirklich die Urheber schützen, es ist kein allzu großer Eingriff, aber die Reformtexte haben sich stetig verändert. Es gab auch die verschiedenen Versionen vom Parlament, von der Kommission und vom Rat. Und ich habe mir Nächte um die Ohren geschlagen und habe diese Texte gelesen, immer wieder gegengelesen und habe auch die Momente gemerkt, als an einigen Stellen das Wort Urheber ausgetauscht wurde, auch durch Verwerter. Die ganze Reform hat eine Schärfe gewonnen, auch durch die Upload-Filter, die in Artikel 13 erst drin standen, auch im Wort, später dann durch andere technische Maßnahmen ersetzt worden. Die Kontakte zu den YouTubern und Influencern waren am Anfang erstmal schleppend, aber wir hatten Le Floyd als einer der ersten auch gewinnen können, über das Thema ein Video zu machen. Auch Sarrazar, der Freund von Gronkh, gegebenenfalls bekannt, hatte auch sehr früh schon begonnen, uns zu unterstützen. Und auch dadurch haben weitere YouTuber und Influencer das Thema aufgenommen, eigene Videos drüber gemacht. Die zweite Welle war etwas unangenehm und hat uns auch einige Probleme bereitet. Das heißt, es gab dann wahnsinnig viele Clickbait-Videos mit uninformierten YouTubern, die das Ganze einfach nur genutzt haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat uns dann sehr viel Kraft und Reden gekostet, um da nochmal darauf hinzuweisen, nein, das waren Einzelne, die dieses genutzt haben, um natürlich mehr Reichweite zu bekommen. Spannend waren dann die Reaction-Videos auf die schlechten Videos dazu, die das Ganze nochmal ausführlicher und im längeren Zeitrahmen versucht haben, den Menschen näher zu bringen. Wo sind die Knackpunkte? Was ist die Gefahr? Geht YouTube wirklich kaputt? Stirbt das Internet? Nein. Aber es sind massive Eingriffe in die Art und Weise, wie wir uns im Netz austauschen, wie wir kreativ mit Dingen umgehen. Die meisten wissen es, Memes sind im Grunde eigentlich nicht erlaubt, weil man fremde Materialien benutzt. Es muss eine gewisse Schöpfungshöhe erst erreicht werden, bis es ein neues Werk ist. Was aber passiert ist, wenige und kaum Rechteinhaber gehen wirklich den ganzen Memes nach. Aber die Gefahr ist, wenn ein Uploadfilter die automatische Erkennung durchlaufen lässt, dass Dinge dann halt geblockt werden. Ich will gar nicht zu sehr in die Thematik gehen. Ich glaube, ihr habt über das letzte Jahr verteilt sehr, sehr viel dazu mitbekommen. Jedenfalls die meisten. Ansonsten kann man das auch immer noch wunderbar nachlesen. Immer noch auch auf der Seite von Julia Reda, die eine hervorragende Arbeit gemacht hat in dem ganzen Zusammenhang. Ich sage immer gerne, Frau Reda war in dem Moment der kategorische Imperativ eines Politikers. Genau so stelle ich mir vor, wie ein Politiker auch die Informationen weiterträgt an die Menschen. Ambitioniert und mit Herz,
aber auch viele andere Politiker waren unglaublich hilfsbereit in der Thematik drin und haben uns in der Sache unterstützt. Das heißt, dass diese ganzen Politiker alle nicht verstehen, was da los ist, war auch ein oberflächliches, plakatives Argument, was so nicht stimmt. Die Auseinandersetzungen auch in den einzelnen Parteien und Fraktionen waren sehr spannend und kontrovers. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben noch versucht, eine Struktur in diesen Chaoshaufen zu bringen. Ja, wenn mehrere zig Leute, 100, 200 Leute durcheinander reden, kann das nichts bringen. Deshalb haben wir angefangen, obwohl das ein bisschen entgegen unserer eigenen Natur ist, Hierarchien und Strukturen aufzubauen. Ich stehe heute hier als gewählter Vorstand zusammen mit Pascal und Dominik vom werdenden Verein Save the Internet. Demnächst wird es soweit sein und wir sind seit anderthalb Jahren dabei und ich denke nicht, dass wir so schnell damit aufhören. Save the Internet, Werkzeuge, genau. Ulf Gebhardt war auch sehr früh am Anfang ein Gesprächspartner. Ich will noch mal darauf verweisen, er kann es mittlerweile nicht mehr in Vollzeit machen, aber die App ist immer noch da und ist hervorragend. Man kann über Democracy App die laufenden Gesetzgebungen in Deutschland nachverfolgen. Man sieht, wo ist gerade eine Gesetzesinitiative beim Rat in der ersten, in der zweiten Abstimmung, kann sich selbst beteiligen und auch darüber abstimmen. Es war schwierig damals, Democracy ein bisschen zu unterstützen, weil der Fokus aufs Europäische gerichtet war. Mittlerweile ist die Reform abgesegnet, ist da und muss jetzt innerhalb der 2 Jahre in nationale Gesetze umgeformt werden. Ich denke, da auch wird die Democracy App nochmal einigen eine Hilfestellung sein, zu verstehen, was passiert im Politischen aktuell, wo sind die Gesetzesinitiativen gerade und wo kann man noch eingreifen. Fragt den Staat, Arne Semsroth, großes Dankeschön, sollte mehr genutzt werden. Wir dürfen die Politik nicht vor sich hinlaufen lassen. Wir müssen unsere Verantwortung als Bürger wahrnehmen und müssen mitreden, mitdiskutieren und müssen zeigen, dass wir mitgestalten wollen und nicht über uns die Dinge einfacher einbrechen lassen. Wir hatten unsere Petition absichtlich auf change.org gestartet, weil diese Petition unendlich weit laufen kann, sodass wir zeigen konnten, wie viele Menschen dahinter stehen und ihre Stimme erheben. Offizielle Petitionen der EU und des Bundestages, sage ich aus persönlicher Sicht, zum Teil sind denen die Zähne gezogen worden, aber sie sind da, sie können noch Effekte haben. Wir werden sie auf jeden Fall nutzen, auch andere können und sollten diese nutzen, um auch den Politikern nochmal zu zeigen, wir sind da, wir haben eine Meinung, ja, und wir wollen, dass die Politik auch in unserem Sinne gemacht wird. Ich gehe fest davon aus, da komme ich im dritten Punkt nochmal kurz dazu, dass in 2020 das Ganze nochmal an Fahrt gewinnt und eine neue Dynamik bekommt. Demonstrationen sind ein Mittel der Demokratie. Wie anders können sich Bürger äußern, um ihre Meinung zur Sprache zu bringen? Mit den Füßen. Und Demonstrationen werden gehört. Auch die kleinen Demonstrationen am Anfang wurden gehört, wurden respektiert. Und wir wurden darauf angesprochen und haben da auch ein Schulterklopfen an der einen oder anderen Stelle bekommen und auch Mut zugesprochen bekommen, nicht aufzugeben an der Stelle. Diskussionen sind die Grundlage einer Demokratie. Analog und mittlerweile auch digital müssen wir uns gesellschaftlich zusammensetzen und ausklamüsern, ausdefinieren, was wollen wir nicht, uns in den Diskurs begeben und zu schauen, wo sind die Kontroversen und wo sind Mehrheiten zu gewinnen. Memes sind eine der schönsten Formen der Beteiligung. Es ist wie auf Seite 2 in der Zeitung ein kleiner satirischer Beitrag, der komplexe Sachverhalte einfach zusammenfasst und eine Haltung gleichzeitig mitgibt. Memes, vor allem wenn sie gut sind und bei den Menschen auf ein Echo stoßen, können unglaublich viel Energie freisetzen. Das heißt, über manche Memes wurde auch sehr lange diskutiert und die hatten die Möglichkeit gegeben, dass die Leute besser verstehen, wo sind die Knackpunkte, was ist hier der Anhaltspunkt, warum soll ich mich aufregen.
Das nochmal das Bild unserer Petition. Es war sehr, sehr spannend am Anfang zu sehen, wo überall die Petition geteilt wird. Einige Journalisten hatten es ein bisschen falsch verstanden und haben gesagt, die 5,3 Millionen aus Europa. Nein, die Petition war natürlich weltweit, weil es ist nicht nur Europa betroffen. Die ganze Welt schaut auf Europa, schaut YouTuber aus Europa, nutzt die Dinge, die in Europa auch entstehen, wie wir auch amerikanische Dinge konsumieren oder genießen. Spannend fand ich, als Malaysia eine große Welle hatte. Es gab 2 Wochen, da waren unglaublich viele Unterschriften auch aus Malaysia gekommen und aus allen anderen Teilen der Welt. Es ist in der Welt nicht spurlos vorbeigegangen. Was leider passiert ist, ist, dass die Demonstrationen in Europa nicht so groß waren wie in Deutschland oder in Polen. Wir hatten versucht, europäischer zu werden, aber Sprachbarrieren sind nun mal da. Und Frankreich war zu der Zeit völlig mit den Gelbwesten beschäftigt. Da war kaum jemand irgendwie für das Thema zu begeistern, beziehungsweise hatten die gesagt, Moment, wir haben gerade andere Probleme, wir verstehen es, aber haben gerade nicht die Kapazität dazu. Genau. War es das? Fehlt da nicht eine Folie? Ja, genau. Dinge, die man auch machen kann. Wir hatten, nachdem die E-Mails geschickt worden sind an die Parlamentarier und der Vorwurf kam, das sind doch alles Bots oder Bots-E-Mails, uns überlegt, okay, wie können wir darauf reagieren und haben einen Brief-Raid gestartet, also eine gemeinschaftliche Aktion und haben allein in unserer kleinen Community, ich glaube, 1500 Briefe geschrieben innerhalb einer Woche. Und als wir dann beim nächsten Mal im Parlament nochmal nachgefragt haben, kam es bei den Parlamentariern an. Auch die Anrufe der Leute, auch die persönlichen E-Mails kamen bei den interessierten Politikern an und haben denen auch nochmal klar gemacht, da ist nicht irgendwie Google unterwegs oder irgendwelche Menschen, die ein Skript geschrieben haben, um massenhaft E-Mails zu verschicken. Es waren unglaublich viele auch persönliche Mails und Briefe, die bei den Parlamentariern und Politikern ankamen. Und auch das hat viele dazu bewogen, auf der Seite pledge.eu im Vorfeld der Abstimmung zu sagen, hier, wir sind dagegen als Politiker, um anderen Politikern auch nochmal das Zeichen zu setzen, hier, es ist keine große Mehrheit. Auch die Abstimmung zum Schluss war sehr, sehr knapp. Wäre das Ganze europäischer gewesen, hätten wir die Urheberrechtsreform nicht in dieser Form, wie wir sie jetzt haben. Jetzt ist sie nun mal da, wir müssen mit den Konsequenzen leben. Die Veränderungen passieren jetzt schon. Die Plattformen müssen sich anpassen. Und Investoren sind abgeschreckt und wollen sich hier im europäischen Markt nur ungern mit großen Investitionen beteiligen. Nach den Demonstrationen am 23. wurde das Ganze sehr, sehr ruhig. Viele waren getroffen, waren enttäuscht, waren traurig, dachten, okay, jetzt ist verloren, alles ist vorbei. Aber das ist nicht der Fall. Politische Prozesse sind langwierig, dauern sehr lange. Das kann durchaus bis 2021 und drüber hinausgehen, bis alle 28 Länder das Ganze in ihre nationalen Gesetze umgeschrieben haben. Auf dem Weg ist noch viel Zeit, Feinjustierung zu betreiben. Oder wir lassen das Ganze einfach krachen, das Ganze funktioniert nicht, weil die Reform in sich selbst sich widerspricht und können dann mit einer neuen Reform endlich auf ein neues Urheberrecht in der Neuzeit zugehen, weil das wird dringend gebraucht. Ich will auch sagen, dass unsere Arbeit weitere Früchte getragen hatte. Es kamen einige Ausnahmen in die Reform, die vorher so nicht da waren. Memes, die vorher erlaubt waren, sollen jetzt auch erlaubt sein. Also ein selbstgemaltes Bild ist immer noch erlaubt. Ein Star Wars-Meme wäre immer noch verboten. Die Demonstration und auch die Mitarbeit in verschiedenen Organisationen, bei netzpolitischen Vereinen, bei den Piraten, hat den Leuten einfach ein gutes Gefühl gegeben. Man hat es ständig gemerkt, dass sie begeistert waren. Der Chaos Computer Club Frankfurt hatte zum Beispiel vor der Demo einen Schilderworkshop angeboten. Der war rege besucht und wir haben es alle an den Schildern gesehen. Es gab eine unglaubliche Kreativität der Menschen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Und wer sich so persönlich eingebracht hat, der bleibt dem Thema verbunden. Das hört nicht auf. Wer heute durch die Kommentarketten geht zu dem Thema, findet immer noch sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Artikel 13 ist nicht weg. Artikel 13 wird kommen. Artikel 12, der auch diskutabel ist, ist auch noch eine Gefahr für die Künstler. Artikel 11 macht uns keine Sorgen, weil Artikel 11 funktioniert nicht. Das Leistungsschutzrecht in Deutschland hatten wir schon seit Jahren. In Spanien hatten wir es, gab keine Veränderung. Frankreich hat Artikel 11 jetzt schon umgesetzt. Danke Frankreich, dass Sie so schnell auch die Dinge umsetzen. Auch Artikel 13 haben Sie jetzt schon fertig geschrieben. Und zwar in seiner schlimmsten Version, ohne alle Ausnahmen. Ich gehe fest davon aus, es wird krachend scheitern. Und dann gegebenenfalls nochmal die Leute dazu zu bewegen, nochmal genau hinzuschauen. Was wollen wir denn mit diesem kreativen Netz und den Urhebern machen? Wie können wir da eine Struktur reinbringen? Wie können wir eine sinnvolle Urheberrechtsreform vielleicht doch noch irgendwann mal bekommen? Genau. Die Demo als Erlebnis. Ich kann von Frankfurt erzählen. Ich bin der Anmelder der Demo vom 23. in Frankfurt, hatte die Verantwortung über 8.000 bis 12.000 Menschen. Es war unglaublich schön zu sehen, wie die Leute mit Begeisterung dabei waren. Viele waren zum allerersten Mal auf der Straße. Was man daran gemerkt hat, auf einer abgesperrten Kreuzung wurde die Ampel rot und die Menschen sind stehen geblieben und haben gewartet, bis es grün wird. Nein, ihr habt das Recht zu laufen, wir haben die Straße gerade extra für euch sperren lassen. Die Bindung der Menschen ist immer noch da. Die Leute haben Interesse und ich gehe fest davon aus, dass das nochmal reaktiviert werden kann. Die Leute wollen auf die Straße, wollen demonstrieren. Wir hatten uns überlegt, im Oktober diesen Jahres nochmal Demonstrationen zu machen, aber es ist schwierig, in einer Phase, wo wenig Aufmerksamkeit da ist, nochmal neuen Zündfunken zu geben, um das Ganze zu entfachen, ist schwierig. Aber es sind weitere Bedrohungen da. Wir haben die Verordnung zur Verhinderung des Uploads von terroristischen Inhalten, E-Evidenz, grenzüberschreitenden Austausch der Behörden in Strafsachen. Wie gesagt, die Dinge klingen im Grunde immer erstmal sehr sinnvoll, aber wenn man ins Detail geht, entdeckt man Gefahren. Viele netzpolitische Vereine, netzpolitik.org und andere warnen immer wieder davor. Meine Hoffnung ist es, dass wir im nächsten halben Jahr die Menschen noch mal weiter informieren können. Was kommt da? Was ist bedroht in deiner täglichen, in deinem täglichen Leben? Wie würde sich dein Leben verändern? Und dann die Menschen fragen, ob sie noch mal auf die Straße gehen wollen. Ich will mal ein kurzes Stimmungsbild einholen. Wer von euch war auf einer Demonstration? Das sind einige, 30% mehr. Wer kann sich vorstellen, nochmal auf eine Demonstration zu gehen? Okay, ich melde eine an. Alles klar. Wenn die Reform so durchgeht oder andere Vorstöße aktuell werden, sind die Menschen im Moment vorgewarnt und durch die Aktionen jetzt schon geübt, wissen, wie man Schilder malt, wo man eine Demonstration anmeldet. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn es groß wird, wenn es laut wird und die Politiker merken, okay, hier ist etwas, worum wir uns kümmern müssen, weil sonst erfahren wir Konsequenzen. Uns wurde auch immer vorgeworfen, dass wir Leute abschrecken von der Demokratie und ihnen das Bild geben, die Politiker sind alle blöd und verstehen dieses Internet nicht. Dagegen haben wir immer gekämpft und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Wir müssen die Menschen aufklären, was passiert, müssen fragen, wollt ihr auf die Straße? Und wenn sie auf die Straße wollen, sind wir als Save the Internet da und würden die Strukturen bereitstellen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, euch bei uns zu engagieren, aber noch wichtiger, engagiert euch prinzipiell. Geht zu netzpolitischen Vereinen, geht auf die Veranstaltungen von Politikern. 2021 wird die Wahl sein. Das heißt, auch da werden noch mal sehr viele Politiker leicht zu erwischen sein, um sie zur Rede zu stellen, um sie darauf hinzuweisen, hier, wir sind da, wir haben eine Stimme, wir haben eine Meinung und wir wollen uns beteiligen. Soweit hier noch mal
Die Links.Change.org, auf Twitter sind wir aktiv, Facebook wird leider vernachlässigt, es ist immer noch ein großes Medium für andere. Soweit bin ich am Ende meiner Zeit. Dank euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke dem Chaos Computer Club, ich danke dem Kongress, ich danke allen Bündnispartnern, die uns geholfen haben, das Ganze so durchzuziehen, wie es nun passiert ist. Und ich hoffe auf jeden Einzelnen, damit wir zusammen eine lebenswerte Zukunft gestalten. Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr für das Q&A, aber ich kann euch noch eure Bestechung überreichen als Speaker. Das hat das OIO allen anderen Bühnen voraus. Hier bekommt der Speaker was. Sag es doch einfach selbst. Ach so. Ich habe kein Mikro. Jetzt, doch, wir haben noch ein Meet and Greet. Also wer noch mal Fragen hat, kann gerne auf uns beide zukommen. Pascal und ich stehen euch gerne bereit, Rede und Antwort. Danke. Und noch mal einmal Applaus bitte.